Freaks, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Pile of Shame mit minus 1 mit Tomaniac. Und ich schaue mal wieder, was habe ich noch so auf meiner Festplatte an irgendwann mal gekauften Games, sei es woher auch immer, ne? Good Old Games, Steam, Zeitschriften, CDs oder keine Ahnung, so gekauft und steht im Regal. Und natürlich sollte das Ganze alles unter Windows 10 laufen, hier am PC. Und ich gucke mir heute Rampage Knights an. Das habe ich irgendwann mal bei Steam erworben. Keine Ahnung wann und in welchem Zusammenhang. Und das Einzige, was ich bis jetzt hier gemacht habe, ist, die Controller-Einstellungen vorzunehmen, beziehungsweise den Bildschirm in den Fenstermodus zu packen. Und sonst habe ich eigentlich noch gar nichts weiter groß gemacht. Was ist denn Intro? Gucken wir uns das einfach mal an. Vielleicht kriegen wir da ja eine Vorgeschichte und daher gucken wir mal, was ist How to Play und dann schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Aha. Our brave heroes are heading home from their latest adventure. Heavy with treasures. Voll beladen. They got lost in the forest. Sie haben sich im Wald verlaufen. So entschieden sie sich zu kampieren und mal eine Runde zu pennen. Suddenly, in the middle of the night, an ominous face raises from the fire. Aha. So, so. Dieses Vieh hat den Schatz geklaut. They draw the weapons and ready themselves to defend against the fiend. Wahrscheinlich verpisst er sich dann. Und da muss man den also jagen. Die Magie des Warlocks ist zu stark. Er zerstört ihre Waffen und überwältigt die Helden. Keine Ahnung, wie lange sie ausgenockt waren. But they can't let our story end like this. It's time to get up and fight. It's time to get the loot back and taste sweet revenge. Genau. Schatz zurückholen und Rache üben. The heroes wake up in a camp of strangers. Sie erwachen in einem Camp von Fremden. Die wurden wahrscheinlich auch alle ausgeräumt. How to play. Das gucke ich mir mal an, denn ich möchte ja einigermaßen wissen, how to play. Moves. Press Attack Button repeatedly to swing. Hold Attack Button and release. Jump Attack. Jump up and press Attack Button. Kick. Das wird nachher in wilden Button Mashing enden. Ich sehe das jetzt schon. Karussell. Hold down while attacking. Ausweichen. Hold Evade Button, then press left or right. Okay. Wie kann man denn evaden? Ich kann moven, Stats, Attack, Pick Up, Use Magic Item und Jump. Triggers Left, Right gleich Evade. Aha. Bump Pass, Next, Previous Active Item. Das werde ich wahrscheinlich gleich während des Spielens rausfinden. Ich hoffe es. Also Attack ist X. Aha. Also die Bewegungsbutton Attack, Use Magic Item und so, die ändern sich nicht. Moven, moven, moven. Right Stick Up Emote und Down Drop Items. Triggers Left Right und das ist gleich. Ich glaube, ich würde moven sowieso mit dem Analogstick. Ja, wir probieren es mal so. Ich habe keine Ahnung, wie weit ich hier komme und was hier am Start ist. Singleplayer. Also kann ich bei Options noch irgendwie... Controller-Settings hatte ich eingestellt, Video-Settings und so weiter, das habe ich alles. The Camp. Hier kann ich laufen. Und ich kann, wie war das hier, war Jump? Man kann so normal, wenn man länger gedrückt hält. So, okay. Wie konnte man hier evaden?
Keine Ahnung. Jetzt habe ich Left und Right Trigger mal probiert. Oder muss ich dabei laufen? Ah ja, also in die Bewegungsrichtung und dann kann ich so Salto machen. Wie war das mit dieser? Ach so, nach oben kann man hier Emotes machen, also Greetings und sowas. Aha. Do you ever think of all the monsters you slew? See their faces in the night? Okay, kann ich jetzt hier was sagen? Greetings. Was up? Nix passiert. Sir Blumper, the Traveling Knight, Epsilon to change class. Aha, die muss man erst anlocken. Ach so. Aha. Was ist denn mit dem Zelt? Keine Ahnung. Statistics show how much rampaging you did so far. Mighty Maximus, the world's strongest man. Challenges. Und du, Magier? Was zaubert der denn aus seinem Kessel? Stiefel? Tim the Alchemist. Hihi. Scheint ein bisschen durchgeknallt zu sein, der Typ. Da kann man nichts weiter machen bei dem. Was seid ihr für schräge Gestalten? Customize your warrior. Y to change face. The breast augmentation has a 50% sale. Customize your lady warrior. Y to change face. Kostet bestimmt. Kostet nix. Bilderbart. Angry Viking. Ramirez. Komm, ich nehme den. Ich bin ja auch schon. Mal kurz umwandeln. So geht die Schönheitschirurgie. Ein paar auf Maul fertig. Cool. Ne, da kann man beim Alchemisten noch nichts machen. Was ist hier? Ah, check the latest fashion trends. Wolfsmaske. Na, ich bin ja nicht als Wizard unterwegs. Horny Helmet. Griechischer Helm. Schamanenmaske. Schlafmütze. Steampunk-Helm. Piratenhut. Hier kann man ja richtig was aussuchen. Ja, bleibt mal bei dem Difficulty changen. Ja, ich hoffe, ich kann hier. Aha. Ja, das muss man dann anlocken. Also geht nur so. Permadeath. On death, you restart in the camp and all the items and upgrades are lost. Default health, vitality and damage from enemies. Okay, kann ich gar nichts anderes wählen in dem Moment. Dark Castle this way. Y to grab. Kann man das auch schmeißen? Kann man. Was ist hier? Rune Panel. Change the destination of the Magic Portal. Aber ich gehe jetzt erstmal gucken, was es hier noch gibt. Slash. Training Grounds. Gehen wir mal trainieren. Trainingsskelette. Use these harmless training skeletons to test your skills. Use the book stand to read helpful tips on combat.
Ah, ich kann auch aufladen und dann in die Richtung so slashen, okay. Critical Hit, die halten aber ganz schön was aus. Die kommen immer wieder. Gleich mal gucken, was ich da lesen kann. Jump Attack. Press Jump A, then press Attack X in the air. Also A und während man in der Luft ist, ja, hab ich doch gemacht. Oder muss man das nur kurz? Knocks enemy back and breaks shield. Irgendwie funktioniert das nicht. Was mache ich falsch? Naja, okay, was noch? Dash Attack. Hold X und press left or right. Genau, das habe ich ja vorhin gemacht. Also X halten und dann. Genau. Das habe ich vorhin rausgekriegt. Grabbing and throwing. Press pick up near lying enemy to grab him. Press pick up Y or attack to throw the body. Ich kann ihn nur aufheben, wahrscheinlich, wenn er irgendwie liegt oder was. Jetzt? Nö. Hätte ich wahrscheinlich nicht mit den Fässern machen sollen vorhin. Da habe ich das ja schon gemerkt, wie das geht. Ja, du kannst auch Fässer werfen. Ja, genau. Stomping. Press X near a lying enemy. You will automatically stomp on him. Das Problem ist nur, der leitet nicht rum. Okay. Kicking. Press X in a close proximity to enemy. You will automatically kick him away. Okay, wahrscheinlich sowieso nicht hin. Uppercut. Hold up while hitting an enemy to perform uppercut. Uppercut sends you and the enemies flying. Hit them in the air repeatedly to finish with ground slam. Also, hold up while hitting an enemy. Krieg ich bestimmt nicht hin. Also ich bin jetzt gerade. Ah ja, da muss man aber irgendwie so mehr oder weniger von unten sich dem nähern, weil das ist nämlich sonst echt schwer, stelle ich hier gerade fest, den mit nach oben zu ziehen. Das haut irgendwie nicht so wirklich hin. Wenn dann einer springt, dann bin ich das. Aber ich krieg den nicht nach oben weg. Jetzt habe ich den weggekickt, den einen. Aber das war nicht Sinn der Übung. Okay, ich werde sowas von verkacken. Hold down while hitting an enemy to perform carousel attack. Ja, vor allem, ich laufe dann ja auch. Ich bleib ja nicht stehen. Ich habe ja auch nur diesen, ich habe ja auch nur den Analogstick zum. Oder muss man das erst so?
Aha, jetzt hat das mit dem Karussell geklappt. Bleib da, ich will was ausprobieren. Karussell, Schleuder. To evade RT, then move left or right. You cannot be hit by enemies while rolling. Explosions can still hit you. Okay. Das geht aber mit beiden Schultertasten. LT geht auch. Okay, ich glaube, dann habe ich das. And finally, back to show you stats, equipment and description of the last acquired item. Okay. Würde sagen, auf zum fröhlichen Sterben. Oder kann ich da hinten noch weiter in den Wald rein? Nö. Ich werde so verkacken. Wahrscheinlich. Und schon wirst du von komischen, fledermausähnlichen Typen angegriffen. Go! Gib mir das Gold. Was ist das da? Poison Dart. Achso, Pick-up war mit Y. Wie equippt man denn das? Da konnte man doch irgendwie. Nee, das war das Falsche. Ah, jetzt habe ich die gedroppt. Na. Also, wie kann man die denn auswählen? Ich denn die nochmal auswählen? Ah, jetzt habe ich den geworfen. Na toll. Hä? Jetzt habe ich trotzdem nicht begriffen, wie man die switcht oder so. Na egal. Ist mein Dart auch irgendwie weg? Ich werde hier nicht weit kommen. Was hat es eigentlich mit den Kerzen auf sich? Nix. Ja, es ist schön blutig. Oh, Karussellfreund. Ach, da war jetzt vorhin Y to grab. Da hätte ich den dann auch schnappen und schmeißen können. Passiert da was bei dem Pilz? Challenge completed. Get trippy. Was habe ich denn für kein Nickel? Was ist passiert? Ich fighte mit einer Möhre. Okay. Ja, wahrscheinlich war das nicht so eine tolle Idee. Oder was habe ich jetzt hier equipped? Rabbit Disease, Vitality minus 20, Speed plus 70. Okay. Last acquired. Na toll. Jetzt hau ich mit einer Möhre um mich. Ja, ich bin super. Aber Karussellmode ist auch nicht schlecht. Wenn man tot ist, ist man tot. Ich komme nicht weit, glaube ich. Ich habe hier irgendwie keinen Potion zum Aufnehmen. Wie viele von denen kommen denn noch? Boah,
ich kann mich irgendwie kaum steuern, weil ich so schnell bin. Und wahrscheinlich bin ich gleich auch schnell tot. So. Ich hab den gest... das Mistvieh haut mich noch, obwohl es halb ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich reparieren kann. Ja, irgendwie... Da oben in dem Menü kann ich auch nichts anderes auswählen. Ne? Ich kann einen Dartpfeil zwar werfen. Continue. Aber ich habe hier keine Möglichkeit. Karotte und Lederstiefel habe ich da oben equipped. Super, ne? Ich renne mit einer Karotte durch die Gegend. Geil. Aber vielleicht kann ich mich ja irgendwie heilen, indem ich zurücklaufe ins... in die Town. Ich hoffe, dass die Viecher hier nicht wiederkommen, die man schon erledigt hat. Ne, ich kann mich echt kaum steuern. Vielleicht kann ich mich da... Kann ich beim Alchemisten noch irgendwas machen? Anscheinend nicht. Oder? Da oben kann man sich nur customizen, aber ich kann da mich nicht heilen. Vielleicht kann man sich hier auch irgendwie heilen. 8 Enemies killed, Gold collected 15, 3 Räume explored, keine Kisten geöffnet, Decorations destroyed, Games completed. Oh, da gibt es ja einiges, ne? Aber ich fürchte, da kann man nur Challenges machen. Was ist hier? Klasse changen, ja. Aber man kann sich tatsächlich nicht heilen. Oh, das ist ja bitter. Ich habe nur noch 8 Lebenspunkte. Wenn ich jetzt also hier irgendwie... Oder kann ich hier aus dem Pot, was hier kommt, irgendwas grabben? Nö. Endless Dungeon. Hier gibt es also wirklich verschiedene Sachen, die man so machen kann. Nice. Das heißt, ich werde gleich tot sein. Weil ich den Pilz kap... Komm, gib mir mehr. Hört sich auf jeden Fall gut an. Also ich bin irgendwie Karnickel Stufe 6 und Pilz Stufe 2. Keine Ahnung. Hier gibt es nichts zu entdecken. Ein Bein. You can jump mid-air forever. Y to pick. Danke! Ah, so kann ich so einen Doppelsprung machen dann. Nur wen wird's nützen, wenn ich gleich im Sack bin? Ich habe ja nur noch 4 Lebenspunkte und irgendwie bis jetzt auch noch nichts gefunden, mit dem man sich reparieren kann. Die Geister kann man anscheinend nicht töten. Oh Mann, was kommt jetzt, Limes? Ich werde jetzt gleich sterben. Spaß und Stab. Life lost. Moi! Jedenfalls ein Grabstein von mir existiert dann hier. Den kann ich nicht... Ne, da passiert nichts. Okay. Ach, in dem Baumstamm war Gold. Ah, mal kurz kratzen. Ja.
poisoned. Hey. Boah, die Viecher. Ey, du Sackratte, ey. Boah. Hier verliert man seine Leben schneller, als man gucken kann. Und dummerweise bin ich immer noch mit einer Karotte bewaffnet. Kann ich nicht mal was Besseres finden? Karotte. Super. Wobei, aber ich habe jetzt diesen Mid-Air-Jump. Konnte man auch noch mal kurz sich die Controls angucken? Options. Genau, how to play, noch mal kurz gucken. Control, also. Use Item, Attack, Move, Select Active Item. Mhm. Na gut, kann ich irgendwie noch nicht. Bumpers, Next oder Previous Item. Mhm. Bin auf jeden Fall schon wieder fast tot. Hey, ein Pilz. Kann ich nicht aufheben. Ist nur Deko. Da war nichts drin. Mhm. Wieso ahne ich Schlimmes? Jetzt 7 Lebenspunkte in einem Dungeon. Ja, geil. Enchanted Forest completed. Okay. Level Time 8 Minuten 21. 16 Kills. Damage dealt. Gold collected. Health healed 8. Waiting. X to ready. Okay. Dann mal los. Courtyard. Mhm. Andere Mucke. Ja. Oh oh, da kommt aber was ganz Dickes. Ja, danke. Und haut mich gerade kaputt. Besten Dank. Das war's dann. Aber vom Dungeon ja nicht viel gesehen. Ah, man startet dann wieder hier vorne. Und lass mich raten. Alles ist weg, genau. Gold ist weg, Health ist weg, alles ist weg. Ah, hey. Aber man ist wieder normal. Gut. Ja, ich würde doch sagen. Ja, bleiben wir mal einfach hier vorne. Ist ja egal. Das war mal ein kleiner Anblick, Einblick in Rampage Knight für den PC. Gibt's auf Steam. Und ich muss sagen, das Game hat was. Es hat einen netten Grafikstil, es hat Witz. Es ist so comicartig halt. Ne? Es spielt sich doch zwischendurch ziemlich hektisch. Und ich habe manchmal das Gefühl, ja, man muss sich da schon ziemlich konzentrieren, was die Steuerung angeht. Und ich kriege halt manche Moves irgendwie nicht so hin. Das mit dem Karussell, das klappt einigermaßen, aber dass ich die zum Beispiel so Uppercut-mäßig da hochkicke oder so, das gelingt mir irgendwie nicht. Muss man wahrscheinlich noch ein bisschen üben. Aber ich muss sagen, der erste Eindruck hat mir ganz gut gefallen. Und ja, es scheint nachher noch ziemlich knackig zu werden. Ever tried lifting? Lifting is good. Okay. Ja, und wie gesagt, mir hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen genauso viel Spaß gemacht, wie mir das Ausprobieren. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das wie immer honoriert mit einem Däumchen nach oben. Ansonsten bleibt mir treu, empfehlt mich weiter, lasst mir auch gerne ein Abo da und seid dann zukünftig mit an Bord, wenn es heißt, zockt mal wieder mit Mythomaniac. Also, ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben!